Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir auf der Ellerbach-Karte. Ja, im vergangenen Q&A habe ich euch mit einer kleinen Umfrage noch befragt, ob ihr denn noch mehr von der Ellerbach sehen wollt, und über 70% von euch da draußen haben gesagt, ja, macht doch bitte einfach weiter. Und genau das werden wir jetzt auch an der Stelle machen, mit der Besonderheit, wir werden auf der Ellerbach nicht mehr streamen, sondern die Ellerbach wird genauso wie das Holzer-Projekt ein reines Singleplayer-Video-Projekt. Das hat ganz klar den Vorteil, dass ich in einem Stream gehe ich ja logischerweise auf die Zuschauer ein, auf die Mitspieler ein und so weiter und so fort, und kann mich nicht so sehr oder fokussiere mich vielleicht anders als in Videos. Und das war zumindest euer Feedback und euer Wunsch da draußen, dass wir wieder so ein bisschen mehr intensiver in diese Videos reingehen, natürlich das Streaming beibehalten, aber eben das Ganze vielleicht nicht unbedingt vermischen und somit unterschiedliche Projekte haben. Ja, das werden wir jetzt hier tun und wir werden auch gleich direkt reinstarten. Ich habe hier vor mir eine sehr interessante Kombination. Wir haben einen MB-Truck gemeinsam mit einem Imans 38SX, den wir, ja, und ich weiß, das Geschrei wird jetzt groß sein, zur fluglosen Bearbeitung nutzen werden, zur Flugalternative, denn ich möchte hier nicht flügen, ich möchte alternativ vorgehen, und dafür nutzen wir den Imans. Lasst uns das in den Kommentaren ausfechten. Ich habe da mal Bock drauf, mit der Variante so zu arbeiten. Hier vorne dran haben wir ein Schimmergewicht. Schimmer, sage ich das jetzt richtig? Schimmer. Schimmer. Es ist mir gerade völlig entfallen. Moment, wir suchen es raus. Doch, Schimmer. Schimmer. 1200 Kilogramm. Schaut dort bitte einfach mal auf den Discord von Vertex Design vorbei. Community Mods, der Deutsch Freak hat das zusammengebaut. Hat 1250 Kilo, das ist ein bisschen arg heftig, aber es ist ziemlich cool. Es ist echt ziemlich cool. Und der Imans wiegt halt auch eine ganze Menge. Von daher, ja, habe ich das mal zusammengeschustert. Ob wir damit überhaupt noch dann entsprechend am Feld hochkommen oder nicht, Freunde, das werden wir sehen. So, wir starten mal das Fahrzeug. Ich bin nach wie vor im VCA-Mod unterwegs, auch was das Getriebe angeht. Wir haben jetzt hier ein echtes oder ein ordentliches, heißt ein ordentliches, wir haben jetzt hier ein schönes 4x4 MB-Truck-Getriebe drin. Jetzt sind wir hier wieder Feierabendverkehr. Das hat ein Community-Mitglied gemacht, also auf dem Discord auf jeden Fall bei mir. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, wer es ist. Ich bin mit Namen, naja, ihr wisst ja, ich bin mit Namen echt nicht gut. Auf jeden Fall werden wir zu dem Getriebe aber nochmal in einem einzelnen Video drauf kommen. Ne? Das passt dann zum VCA-Getriebekatalog und zu meiner Videoserie. Dort werde ich das Ganze nochmal ein bisschen mehr thematisieren. Zum Spielstand hier auf der Ellerbach. Die meisten von euch wissen das da draußen ja, ich habe da ja immer gestreamt. Und parallel im vergangenen Stream oder in einem der vergangenen Streams hatte ich schon mal vergessen zu speichern. So dass uns viel durch die Lappen gegangen ist. Ich muss jetzt hier gucken, wir befinden uns Mitte Herbst, dass wir hier noch irgendwie zur Rande kommen. Ich bin sehr, sehr spät mit allem Möglichen jetzt dran. Zur Not müssen wir ein bisschen tricksen, damit uns der Spielstand hier, ja, sag ich mal, nicht durch die Lappen geht. Ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen ackern und schauen wir mal. Ich habe auch neue Mähwerke, richtig schöne alte Glas. Dazu kommen wir aber auch wieder in einem anderen Video. Ich denke mal, ich werde noch einen Schnitt hier auf der Karte definitiv machen, denn wir werden es gleich links und rechts sehen. Das Gras steht eigentlich schon wieder da, sodass man sagen könnte, ja, doch, doch, da, ja, da könnten wir nochmal einen Schnitt reinfahren. Was wir denn damit machen, ob wir vielleicht Silageballen machen, die wir verkaufen, oder ob wir die uns auf Lager legen. Ich weiß es noch nicht genau, Freunde. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier erstmal hoch zu unserem Feld, was jetzt hier gleich links kommt. Und dann schauen wir mal, ob wir mit 140 PS in dem 1000er hier, der ist ein bisschen aufgebohrt, da überhaupt zur Rande kommen. Das soll das Feld sein. Wir haben natürlich auch noch eine schöne Bergaufpassage. Und ich bin sehr gespannt. Wir fahren jetzt hier einfach mal rotzfrech drauf. Wir werden mal direkt den Allrad aktivieren und ein paar Gruppen weiter runter gehen. Wo kommen wir da hin? Ja, dann gehen wir direkt in die 1L4. Ja, in die 1... Naja, sagen wir mal in die 1L3. Haben wir den Allrad schon an? Ja, den Allrad haben wir schon an. Aber ich bin so gespannt, ob das reicht.
Aber ja, das ist halt, ne, alter Sechszylinder, 140 PS Allrad. Der zieht's halt auch einfach berghoch, Freunde. Er zieht's halt einfach berghoch. Das ist halt echt Power. Da können wir mal gucken, ob wir dann vielleicht noch einen Gang weiter höher fahren, zumindest bergab. Sollte das kein Problem sein. Ich meine, er ist natürlich am Fauchen, ne? Wir sind hier dann sicherlich mit der Berghochpassage so ein bisschen am Leistungsrand. Das kann durchaus sein. Zum Getriebe nochmal. Ich kann nach wie vor immer noch nicht meine Haarschaltung nutzen, da sich dann sonst die Gruppen vorstellen würden. In der aktuellen VCA-Version. Ich weiß nicht, ob das mal noch geändert werden wird. Es wäre natürlich, muss ich sagen, eigentlich ganz geil. Also mal gucken, kommen wir hier. Ne. Den müssen wir schon einmal runterschalten. Mal gucken, können wir hier. Ja. Arbeiten wir einfach noch ein bisschen mit Handgas. Nee, arbeiten wir mit Fußgas, sonst arbeitet es nicht so richtig. Aber er macht's. Also ich hatte meine Bedenken. Ich hatte wirklich meine Zweifel. Allein die Leistungsangabe vom Imans ist es nicht. Das ist nicht das Problem, aber eben mit dem Stückchen noch berghoch. Und ich meine, das ist schon eine Arbeit, die erfordert schon Kraft. Ich weiß ja nicht, ob ihr mal mit einem Hacker gearbeitet habt, so im Garten oder sowas. Das sieht schon ganz schön. Das sieht schon ganz schön, aber naja, gut, der MW-Truck, ne? Ist ja auch nicht umsonst ein MW-Truck. Der sagt sich hier, no problem, Dude. Ich werde aber trotzdem mal noch die Diffsperren mit reinnehmen, denn er hat immer mal wieder Anwandlungen zu sagen, oh no, Captain, ab hier wird's eng. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin Mitte Herbst für Wintergetreide. Ist es schon ganz schön spät, denke ich mal. Obwohl, ich denke, das könnte noch funktionieren. Wintergetreide wäre auf jeden Fall eine Option, die ich jetzt in den Boden einbringen würde. Auf den Maisflächen, die wir hatten. Da hatten wir ja eine ganze Ecke. Mit meinem Business mit dem CCM ist es halt immer noch so eine Sache, denn so richtig viel Mais hatten wir dann jetzt letzten Endes doch nicht. Da bräuchte ich schon wirklich wesentlich mehr. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht wirklich Gefahr laufen, wirtschaftlichen Ruinen zu erleiden. Darum könnte man durchaus, ich glaube, das wäre dann sogar der dritte Schnitt, die Überlegung gehen, einfach Silageballen zu machen, die zu verkaufen. Ja, Abnehmer gibt es genug. Das ist kein Problem. Wir können auch mal zukünftig gucken. Es gibt ja jetzt von Castro im Mod-Hub diverse kleinere BGAs. Das wäre eigentlich auch mal. Ach nee, Quatsch, wir haben ja eine kleine Hof-BGA. Siehst du, die können wir ja eigentlich auch noch befeuern. Ah, da fehlt uns aber so ein bisschen das Material dazu. Vielleicht machen wir das einfach zukünftig. Und Kühe wollen wir uns auch noch anschaffen. Aber naja, ich bin bei 34.000. Ich müsste jetzt wirklich mal bei KfW und Co. anklopfen und sagen: Hey, wie sieht's aus? Habt ihr einen Kredit? Habt ihr vielleicht auch was Gefördertes? Können wir da was zusammen machen? Denn aus eigenen Mitteln schaffe ich das nicht. Es wäre zum Beispiel, also, ja, es wäre ein Versuch wert. Wenn es scheitert, Freunde, und wir dann ein anderes Projekt beginnen, weil es gescheitert ist, ja, dann ist es eben so, ne? Also, auf dem Hosenboden setzen gehört auch mal zum Leben dazu. Und glaubt mir, es werden noch einige coole Karten folgen. Für den 19er. Da wird schon noch ein bisschen was kommen. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, an der Silver Susum arbeitet die Farming Agency. Allein, oh, jetzt wird es ja aber wild. Allein das ist eine Karte, wo ich ja ohne Frage noch ein Let's Play drauf machen werde. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
Ja, und so wird auch noch das ein oder andere kommen. Ich hatte es im vergangenen Stream nochmal thematisiert, die Walchen, ob man die sich nicht ein bisschen angucken könnte. Ich habe dabei aber das Gefühl, die Karte ist, glaube ich, sehr schön, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass das ja, mit der Holzer kollidieren könnte, so vom Style so ein bisschen. Und daher finde ich, ist die Holzer da schon ganz gut aufgehoben. Und darüber hinaus sind neue Projekte, die ich dann anfangen würde, auch wirklich nur noch mit Forge Extension, Extension, Horse Extension etc. pp. Also wirklich die Extensions, die von der Farming Agency dann so kommen und die das Spiel halt wirklich, wenn ihr das so auch so ein bisschen verfolgt habt, vehement verändern werden. Ne? Und da warten wir dann einfach mal noch so ein bisschen drauf. Währenddessen haben wir aber mit Holzer und Ellerbach sowie Gemeinderade, glaube ich, genug zu tun. Und es steht auch noch ein Projekt mit Lenz aus. Aber auch dort muss man noch ein bisschen warten. Ja, insofern langweilig wird es uns nicht werden. Wir haben ja zwischendurch auch immer mal wieder ein paar Skripte, ein paar Mods, die wir uns gemeinsam anschauen können, wo wir ein Video zu machen. Wir haben die VCA-Thematiken, die wir in Videos angehen. Und ich denke, so haben wir einen ganz guten Mix, wo für jeden ein bisschen was dabei ist. Ansonsten, ne, ihr wisst ja, Anregungen, Bemerkungen etc. pp. Gern in die Kommentare. Feedback ist wichtig für Content Creator. Darum bin ich da auch immer wieder dankbar. Solange sie irgendwo konstruktiv ist, ne? Also, ihr wisst schon. So Freunde, also, wir schalten mal hier kurz ab. Steigen mal kurz aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber Halleluja, der MB-Truck 1000 von Bremi. Ich muss immer wieder sagen, es ist ein wahnsinniges Teil, was er da rausgeschmissen hat. Der meistert das hier. Der meistert das wirklich und wir könnten dann direkt ja, mit der Saat weitermachen. Ne? Saatbett ist dann soweit eigentlich bereitet. Schöne Sache und geht relativ flott. Ne? Also, ja. Schauen wir mal, wie wir da weiter verfahren. Wenn euch das Video an der Stelle gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen. Wir werden jetzt hier einen Cut setzen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Wenn ihr noch ein paar Ideen, Wünsche oder sowas habt, auch für die Ellerbach, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen hinorientieren können. Milchviehbetrieb, BGA-Betreibung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese es mir durch und wenn ich es schaffe, werde ich auch auf so viel wie möglich antworten. Ist nicht immer ganz einfach, ob man es glauben mag oder nicht. Freunde, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns in den nächsten Videos und Streams wieder. Bis dahin. Tschüss.